Ja, was wäre Wien in Österreich ohne die nächste Referentin? Historisch gesehen. Ich darf ja eine Pionierin in der Erforschung Wiens und der Bistörin in Österreich präsentieren und ich bin mega froh, dass ich ein Ja von der nächsten Referentin bekommen habe, als ich sie gefragt habe, ob sie denn an dem Kongress von mir teilnehmen würde. Und sie hat mir nicht nur das Ja zum Kongress gegeben, sondern wir waren jetzt auch die letzte Woche oder bis Donnerstag eigentlich auch noch eine Woche im Sauerland unterwegs. Mit ihr habe ich jetzt schon 3, 4 Touren gemacht. In Deutschland, wir haben in Österreich. Ich möchte Sie bitten, es ist für mich eine Riesenehre, eine meiner Mentorinnen hier begrüßen zu dürfen als Referentin, die Gabriele Lukacs aus Wien von den Mystery Tours. Einen riesen Applaus. Und jetzt übergebe ich Bühne und auch Mikrofon an die Gabi. Ja, danke Ralf, also es war wirklich eine unglaubliche Tour, eine Woche jetzt durch Sauerland und Westfalen. Und das war mir eine besondere Freude, denn ich bin halb Westfälin. Meine Mutter kam aus Münster und meine Großeltern aus Minden in Westfalen. Ist jemand da aus Westfalen? Nein, das ist super. Also Westfalen, meine zweite Heimat kann man sagen, aber nur in der Kindheit. Ja. Also später war ich dann natürlich in Wien. Und da bin ich auch zu Hause und das ist mein Beruf auch, da bin ich Stadtführerin. Also wenn ihr mal nach Wien kommt, gerne bitte Prospekt mitnehmen, machen wir eine Stadtführung. Aber jetzt gehen wir ganz woanders hin. Jetzt gehen wir nach Lateinamerika. Und da möchte ich euch diese unglaublichen Funde, die man seit vielen Jahrzehnten, also nicht erst seit heute, da war schon Erich von Däniken in den 70er Jahren und hat das schon publik gemacht in seinen Büchern. Und auf seinen Spuren sind viele von uns schon gereist, unter anderem, haben wir heute schon gesprochen, sind auch einige unter euch. Ich beginne in Kolumbien, in Bogotá, mit dem Goldmuseum. Das ist ja Weltsensation, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Gold dort in dem Museum, in den Vitrinen liegt. 33.000 Goldobjekte und darunter die berühmten Goldflieger. Diese berühmten Goldflieger, hier, die kennt man und ich hoffe, dass auch viele von euch so einen schon am Kragen tragen, so einen Goldflieger. Wenn nicht, bekommt man da draußen wohlfeile 10 Euro reines Gold oder so ähnlich. Also dort in Bogotá, in dem Museum, heißt das Zoomorpher Zierrat. Also die wissen nicht, was es genau ist. Sind es Vögel, sind es Insekten, sind es Amphibien? Wir wissen es genau, es sind Flugzeuge. Und nachdem sie tausende Jahre alt sind, mindestens, würden wir sagen, es sind also auch antike Flugzeuge. Ja, wir haben diese Flugzeuge getestet und sie sind nachweislich flugtauglich. Sie sind nicht nur das Logo der AAS, also der Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI, sondern sie sind wirklich flugtauglich. Und wenn Kollege, mein Forscherkollege, Autor und Freund, der Reinhard Habeck aus Wien, hat sie wirklich nachbauen lassen und konnte beweisen, ja, die fliegen wirklich. Er schreibt das auch in seinen Büchern, können Sie dort nachlesen, macht auch Vorträge darüber. Also es ist wirklich sensationell nachgewiesen, sie sind flugtauglich und daher unerklärlich ein Rätsel der Archäologie. Was Sie vielleicht nicht jeder von euch weiß, dass diese Goldflieger in Bremen im Überseemuseum zu sehen sind. 8 Stück. Ich glaube, ich weiß nicht, ist es bekannt oder ist es, ich glaube eher nicht. Das war für mich eine Überraschung zu sehen, Überseemuseum, die haben 8 Goldflieger dort. Also man muss nicht bis nach Bogotá fliegen, man kann es sich dort auch im Überseemuseum anschauen. So, nun komme ich nach Bolivien. Da hat man diese Schüssel gefunden, und zwar am Titicacasee,
Sie heißt Fuente Magna, also große Schüssel. Und was ist Besonderes an dieser großen Schüssel? Nun, sie hat sumerische Keilschrift drauf. Kann nicht sein, oder? In Bolivien. Sie wurde 1958 gefunden und sie ist 1000 Jahre alt. Und das kann man ganz sicher feststellen, denn sie besteht aus Ton. Keine Frage, also die Datierung, die stimmt. 1000 Jahre alt und befindet sich heute im Museum in La Paz. Und keiner kann erklären, woher diese Keilschrift kommt. Sind aber nicht nur Keilschriftzeichen drinnen, sondern da sind auch seltsame Kreaturen in dieser Schüssel. Und zwar mit 4 Fingern und 4 Zehen. Sehr seltsam, wir können es nicht erklären, was es sein soll, schaut menschenähnlich aus. Und es sind dann noch ganz andere Tiere auch drinnen, wie Sie dann da unten mittig sehen, die wir auch nicht kennen. Also die Schüssel ist rundherum rätselhaft, aber durch ihre Datierung absolut sicher und nachweislich 1000 Jahre alt, wo die Sumerer ja unmöglich in La Paz gewesen sein könnten. So, und ich habe jetzt immer nach echt oder fake gesucht. Also meine Reisen, die ich unternehme, ist natürlich nicht nur, um diese Dinge zu sehen und zu dokumentieren, sondern vor allem auch nachzufragen, ja, hat das schon wer untersucht? Was sagt die Wissenschaft dazu? Damit wir das einordnen können in unser Weltbild. Und da habe ich das also zusammengefasst. Die Thermolumineszenzdatierung zeigt, dass die Schale tatsächlich echt ist und es sich nicht um eine moderne Fälschung handelt. Die Datierung ergab 9. bis 13. Jahrhundert. Und die sumerische Schrift ist auch authentisch und das ist jetzt ganz wichtig, weil sonst könnte man sagen, okay, die haben das irgendwo mal gesehen, gelesen, ich weiß nicht was und haben das einfach nachgemalt. Also sie ist keine Fantasieschrift, sondern sie ist authentisch. Bleibt die Frage, wem waren vor 1000 Jahren sumerische Zeichen bekannt? Oder kam sie gar aus Übersee? Und nun kommen wir nach Peru. Die berühmten Steine von Ica, die kennen Sie alle, haben Sie sicher alle schon gesehen auf Bildern, im Internet, Filmen. Also die berühmten Steine von Ica, von Dr. Cabrera, der war Mediziner. Und der hat in 35 Jahren 15.000 dieser Steine gesammelt. Und zwar alle Größen, also von Handteller groß bis so groß ungefähr. Und 1974 gab es schon erste Berichte bei uns in Europa, hat schon jemand geschrieben drüber. Und 1977 war Erich von Däniken dort und seitdem sind sie eigentlich, kann man sagen, sehr bekannt. Ja, und so schaut das Museum von Dr. Cabrera aus, der natürlich mittlerweile verstorben ist. Und heute führt es seine Tochter, dieses Museum, er ist erst 2001 gestorben. Und die Tochter führt es jetzt weiter im selben Haus, in derselben Stadt, in Ica. Nur mittlerweile kostet der Eintritt 100 Euro, also nicht ganz günstig. Aber Sie wissen, wenn man einmal dort aus Europa dorthin fliegt, steht man vor der Tür und sagt, okay, ist viel, aber du zahlst es. Ja, und somit wird es halt auch finanziert und wird erhalten. Und das muss man schon auch schätzen, dass das wirklich noch immer zu sehen ist. Ja, was sieht man denn jetzt eigentlich da drauf? Die Steine sind Andesit, das ist ganz wichtig. Andesit ist also so wie Granit, ist einer der härtesten Steine überhaupt. Und wirklich nicht leicht zu ritzen, da muss man schon Spezialwerkzeug haben, vor allem um so feine Linien hinein zu ritzen. Und man sieht Dinosaurier, man sieht sogar medizinische Operationen und der Herr Dr. Cabrera als Mediziner konnte das wirklich feststellen, also dort darf man glauben, wenn er sagt, das sind medizinische Geräte zu sehen und Operationen, dann stimmt das. Und Sternenkonstellationen. Dieser Astronom mit dem Fernrohr, ich habe nur einen Stein von diesen 35.000, Sie können sich vorstellen, man kann nicht
alles fotografieren, man kann alles bringen. Also nur ein Beispiel davon, dass Sie sehen, wie detailliert da die Bilder drauf sind, diese Ritzungen drauf sind. Also ein Astronom mit dem Fernrohr ist, glaube ich, sehr leicht erkennbar. Ja, so schauen die Steine von Ica aus. Und jetzt ergab sich natürlich für mich wieder die Frage, ja, echt oder fake? Denn man hört Unterschiedliches. Die einen sagen, ja, es ist echt, die anderen sagen falsch. Ja, habt ihr es untersucht, frage ich immer. Was sagt die Wissenschaft dazu? Was sagen die Analysen, die Labors? Und man hat also wirklich untersucht und von den Carbonatanhaftungen der neuen gefundenen im Jahr 2002, also nach Cabrera, nach seinem Tod, waren Archäologen dort und haben in Ocucache gegraben und sind wirklich fündig geworden und haben also diese dann untersuchen lassen. Und nach dieser Untersuchung an der Universität von Madrid sind die Steine, und jetzt muss man sich anhalten oder gut sitzen, wenn Sie das lesen, 99.000 Jahre alt. Bis 61.000 zurück, also mit ungefähr 5.000 bis 8.000 Jahren Abweichung. Aber ich glaube, diesen Abweichungsfaktor, den lassen wir gelten, oder? Ja, also unfassbares Alter, unfassbare Motive darauf, und man würde es einfach nicht glauben, wenn man nicht dann diese Bestätigungen bekommt. Wie auch immer, schauen Sie sich's an. Sie sehen, es wird noch immer gegraben, es sind offenbar noch immer Stücke in der Erde. Wie hat der Dr. Cabrera die überhaupt bekommen? Also es waren seine Patienten und es waren die Indios, es waren die Einheimischen, die es ihm gebracht haben, weil sie gewusst haben, der Doktor interessiert sich dafür, der sammelt das Zeug. Und so haben sie ihm die Steine gebracht. Und auf diese Art und Weise hat er 35.000 Stück zusammengetragen. Wie gesagt, unterschiedlichster Größe und sicherlich auch unterschiedlichsten Alters. Und dass darunter vielleicht ein paar nicht ganz echt sind, darf man, glaube ich, durchaus gelten lassen, wenn man diese Universitätsanalysen sieht und liest und die uns mindestens 60.000 Jahre Alter angeben. Ja, jetzt komme ich nach Cuenca. Das ist in Ecuador, Welterbestadt. Allein die Stadt ist schon sehenswert. Eine wunderschöne Kolonialstadt in Südamerika, aber hier in Europa bekannt durch den Padre Crespi. Auch darüber haben schon viele Autoren geschrieben. Es war auch Deniken dort und hat diese Stücke untersucht. Und so flogen mein Mann und ich auch nach Cuenca. Denn wir haben gehört, es gibt dort eine Ausstellung über den Padre Crespi. Und das wollten wir uns nicht entgehen lassen, denn wir wussten ja, es gibt dort Gold, Silber und Bronze Fundstücke, die uralt seien und vor allem den gängigen Fundstücken nicht entsprechen, die man so, also die wir jetzt zum Beispiel gesehen haben. Es sind keine Steine, es ist keine Keramik, sondern es sind Goldplatten, es sind Silberplatten. Und das ist das Sensationelle. Denn dieser Padre Crespi, Salesianer Pater, 1982, also verstorben schon 40 Jahre her, der ist der Lokalheilige von Cuenca. Der hat dort das Kloster errichtet. Der hat dort Schulen gebaut, Spitäler. Der hat für die Kinder, also er ist wirklich der göttliche Padre Crespi dort. Ja, und dieser Padre Crespi, so sah aus, hat also diese Metallplatten und natürlich auch noch 100.000 andere Stücke von den Indios auch wieder bekommen, weil er die Kinder behandelt hat und weil er die Kranken behandelt hat und die natürlich nicht zahlen konnten. Und so haben sie ihm Fundstücke gebracht, weil sie auch wussten, der interessiert sich dafür.
Und da sieht man also ein altes Bild von damals, als er vor 40 Jahren eben noch lebte. Und da sieht man, dass er diese Platten herzeigt. Nach seinem Tod sind die aber, die ganze Sammlung, angeblich verschwunden. Angeblich hat es der Vatikan eingesackt. Angeblich nichts mehr da. Man weiß es nicht. Oder in alle Winde verstreut, beziehungsweise zu Geld gemacht, eingeschmolzen. Das wäre natürlich das Allerschlimmste. Denn diese Silber-, Gold- und Bronzeplatten sind nämlich getrieben. Da sind Szenen drauf, die unglaublich sind, die wir uns gar nicht erklären können. Sie können sich fast schon denken. Also Kreaturen, alienmäßig aussehende Wesen. So, und jetzt war es so, wir kamen nach Cuenca und wollten die Ausstellung. Jetzt gehen wir in die Ausstellung und ist dort nichts außer die Paramente, die Monstranzen von dem Kloster, ein paar Kleider von Padre Crespi und sonst nichts. Jetzt können Sie sich vorstellen, wir stehen also völlig desillusioniert dort, flogen von Europa hin, um diese Goldplatten zu finden, und es ist nichts da. Nun, wir fragten dann im Kloster, ja, wo ist denn das, diese ganze Sammlung hingegangen? Ja, nichts da, wir wissen nichts, haben nichts zu. Nun, man muss Spanisch sprechen, was ich zum Glück tue, und da kann man natürlich dann ein bisschen mehr herausholen. Man kann sich unterhalten und man kann also einen Kontakt knüpfen, und das taten wir dann mit dem Verwalter des Klosters und haben unser Anliegen vorgetragen und dort natürlich erzählt, woher wir. Es hat nichts geerbt, er weiß nichts, er hat nichts. Da fiel mir ein, dass eine Handvoll Dollar immer nützt, und diese gab ich ihm mit der Bitte, sie natürlich für das Kloster zu verwenden und der Madonna zu Füßen zu legen. Also man muss in Spanien ein bisschen übertreiben, ja, man muss da sehr blumig sprechen. Das hat er gemacht, und mit derselben Hand, wo er meine Dollar eingesteckt hat, holte er einen Schlüssel heraus, so groß, und führte uns in die Rumpelkammer. Das ist sie. Das ist die Rumpelkammer, wo heute die Stücke vom Padre Crespi aufbewahrt werden, in Eisenregalen. Und Sie sehen da unzählige Vasen, Schalen, Schüsseln, also Tonwaren, auch Stein. Und Sie sehen auch da rechts im Bild die Silberfolien. Ja? Also das sind die eingerollten Silberfolien. Nun, und wir sagten, naja, es ist wunderschön, muss man immer loben, ne? Und, aber wir möchten eigentlich die Goldplatten, die Silberplatten, das möchten wir sehen. Ja, weiß er wieder nicht, und ja, also Sie wissen schon, was jetzt kommt, die nächste Spende an die Madonna. Und mit einer nächsten Handvoll Dollar fiel ihm ein, dass wir doch in der Banco Central, also in der Nationalbank, Zentralbank von Cuenca, nachfragen könnten, denn er meine, die hätten das ganze Gold genommen. Nun gut, das haben wir auch getan. Ja, da muss ich mal jetzt die Geschichte vorher erzählen, bevor wir dorthin kamen. Also wir kommen dort wieder an die Banco, Sie können sich vorstellen, Sie können nicht einfach dort hineinmarschieren und sagen, wir jetzt das Silber und das Gold sehen, dass ich alles eingesackt habe. Und haben wir also dort einmal bei der Sekretärin da beim Empfang vorgesprochen, unser Anliegen. Da hat ihr gesagt, naja, der Herr Direktor ist jetzt leider nicht da, der ist unabkömmlich. Da haben wir gesagt, na schön, dann werden wir warten. Das haben wir getan, und dann kam sie wieder nach einer halben Stunde. Ja, der Herr Direktor lässt sich entschuldigen, er kann heute überhaupt nicht kommen, und kommen Sie ein anderes Mal. Naja, das Übliche. Wir haben gesagt, nein, tun wir nicht, wir bleiben jetzt hier sitzen. Nun gut, also es hat mindestens eine Stunde gedauert, dann hat sie sich unserer erbarmt und hat gemeint, sie würde jetzt mit dem Herrn Direktor sprechen. Er sei zwar nicht da für uns, das auf keinen Fall, aber sie würde sprechen und würde eine Lösung finden. Nun gut, also dem Herrn Direktor fiel ein, dass es ja eine Restaurierabteilung in dieser Banco Central gibt und dass dort diese Platten lagern, und er reichte uns an den Restaurator weiter. Also er hat uns abgeschoben,
Aber der Restaurator wusste ja nicht, dass wir abgeschoben sind, sondern dachte, wir sind VIPs aus Europa, wir sind also ganz wichtige Gäste, empfing uns dort im großen Getue und holt uns diese Platten aus. Ja, also das, was Sie jetzt hier sehen, ist authentisch und liegt also da vor mir auf dem Boden. Und Sie sehen schon das Ausmaß. Ja, das sind nicht so kleine Stückchen. Das ist ein meterlange Silberfolien, die da ausgerollt sind vor mir. Und diese Silberscheibe, durch das Foto mag es jetzt für Sie nicht so silbern ausschauen. Sie müssen sich vorstellen, es war ja nicht ausgeleuchtet. Das war ja eigentlich überfallsartig, was wir da gemacht haben. Also wir haben diese Platten, diese Folien alle gesehen. Und ich habe diese jetzt als Beispiel herausgenommen, damit Sie wissen, was da drauf ist. Weil ich schon vorhin gesagt habe, da sind ja Kreaturen drauf, da sind alienmäßige Wesen. Also das ist drauf. Fragen Sie mich nicht, was es ist. Ich kann es ja auch nur interpretieren und mir denken, na gut, Sonne, Mond und Sterne, ja, gut. Schlange, auch gut. Dieses Tier da unten kenne ich nicht, schaut Dromedar-mäßig aus, aber dann doch wieder nicht. Aber die zwei Männchen da oben oder Weibchen, die mit dem Rock dürfte eine Frau sein, aber ich weiß es nicht. Ja. Ist halt unsere Interpretation, dass die mit der Hose der Mann und mit dem Rock die Frau ist. Ich weiß es nicht. Aber die Spitzohren, die Spock, Mr. Spock-Ohren, die gefallen mir. So, ist das Ganze jetzt ein Spaß der Indios, die sie sich erlaubt haben mit dem Padre Crespi? Weil sie gewusst haben, der fliegt auf das oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich zeige noch die Goldfolie, nicht damit Sie glauben, wir haben dort auch das Gold mitgenommen. Nein, es liegt noch dort. Das ist die Gold, eine dieser Goldfolien. Und ich sage absichtlich Folien, denn sie waren gerollt und daraus ja sehen Sie schon, dass es nicht fingerdicke Platten sind, ja, von denen man hier spricht. Aber alle mit kuriosen Zeichen, mit Mustern, mit Wesen, alle gehämmert. Ne? Und dann gibt es noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel da rechts dieses Ding. Der grüne Handschuh gehört natürlich nicht dazu, der gehört dem Restaurator, der dahinter steht. Aber da sehen Sie also, wie groß, ne? Das geht von meterlangen ausgerollten bis zu A5 Bildgröße. Es gibt dann natürlich auch noch Christusköpfe, die aus Schrumpfköpfen gemacht sind. Die habe ich nicht fotografiert, aus Pietät der katholischen Religion gegenüber. Aber die Platten Sonderzahl, Sie können sich es nicht vorstellen, eine ganze Abteilung voll. Eben alles das, was der Padre Crespi hatte, lagert und liegt heute in der Banco Central. So, dann fragen wir wieder, echt oder nicht. Meisterhafte Fälschungen, ja, also der Restaurator sagt, kann sein, um manche 3000 Jahre alt. So, und dann kommen wir nach Baños, eine wunderschöne Stadt in Ecuador, wo man Meerschweinchen isst. Ich nicht, aber die dort. Und da ging es uns darum, eine angebliche Pyramide im Nebelwald, also mitten im Urwald auf 3000 Meter zu finden. Wir konnten wieder nur uns herumfragen, denn es gab keine Info. Und hatten das Glück, also wieder mit Spanischkenntnissen auf dem Markt dann die Einheimischen zu befragen. Die haben uns weitergeleitet an ein Dorf und dort konnten wir also zwei Einheimische, Indio, Knaben, Männer, Burschen konnten wir anheuern, die gesagt haben, sie führen uns zur Pyramide durch den Nebelwald. Wir kannten die nicht, die uns nicht, also Sie werden sich sicher denken, die haben aber Mut, da unbekannterweise in den Urwald zu gehen. Sie müssen sich vorstellen, da ist ja nichts, da geht kein Handy und nichts, da geht kein Bus, da geht gar nichts. Und wir sind in Ecuador, das heißt, um 6 am Abend geht die Sonne unter.
Also gut, Sie sehen meinen Mann hier, wie er im Schlamm versinkt. Bis zu den, über die Stiefel, dem, er hat 100 Kilo und das ist halt ein bisschen viel für eine Schlammpartie da. Meine 47 haben die Grasbüschel getragen. Ich schwebte also von Grasbüschel zu Grasbüschel, bis wir durch diese Schlammlawine da durch waren. Und haben ihm dann gesagt, du musst sitzen bleiben, es geht nicht. Und ich bin dann mit den beiden Burschen allein. Ja, mein Mann hat wahrscheinlich... Aber ich hatte keine Angst, ich kenne sowas nicht, wenn ich da beim Forschen bin. Und die sind natürlich ein ordentliches Tempo vor. Ich bin Marathonläuferin, also es war für mich okay, bin mit. Und dann sind wir also irgendwann einmal nach 6 Stunden hier fast am Ziel. Und leider war eine Landslide, ein Bergrutsch auf Deutsch. Ein Bergrutsch, also ein Hangrutsch, über den wir uns mit Lianen handeln mussten, wie Sie hier sehen. Oder über glitschige Baumstämme tänzeln und kamen dann zur Pyramide. Das ist sie also. Das ist ein 80 Meter hohe Felswand, 100 Meter breit und wie Sie sehr deutlich sehen können, mit behauenen Steinen erbaut. Also das sind eindeutig hier behauene Steine, die aufgeschlichtet sind im Winkel, wahrscheinlich 51 Grad. Ich habe kein Winkelmesser dabei gehabt, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich pyramidal, wenn man da hinaufschaut, die 80 Meter. Und wie Sie da beim Mittelbild sehen, sind so kleine Ausnehmungen. Und das müssen Fußtritte gewesen sein oder Handgreiftritte, denn bei dem Winkel können Sie sich vorstellen, muss man auf allen Vieren rauf, weil einen anderen Sinn kann ich da nicht erkennen, das weiß ich ja nicht, aber so schaut's aus. Und diese Riesenwerkzeuge, die liegen dort herum, die kann man da aus dem Fluss, dem Rio Negro, der fließt da vorbei, die kann man aus dem Fluss aufheben. Riesenwerkzeuge, die haben wir auch immer in den Museen gefunden. Die sind keine Überraschung, wenn man durch südamerikanische Museen reist. So, und jetzt sind wir ganz woanders, nämlich bei den Leuchtsteinen von Lamana. Das ist der Ramon Villamar. Sie sehen, wie Südamerikaner, wenn sie mal Vertrauen gefasst haben, wie unglaublich einnehmend, würde ich fast sagen, die sind, der erdrückt mich, ein Bär von einem Mann. Und der zeigte uns seine 300 rätselhaften Steinobjekte unbekannten Alters. Und was ist das? Das sind diese Leuchtsteine, die Sie vielleicht schon, vielleicht auch in Natura, denn die waren in Wien auch schon ausgestellt bei der Ausstellung Unsolved Mysteries. Also die zeigt er uns, sie sind magnetisch, sie leuchten und keiner weiß wieso. Becher, Schalen, Schüsseln, Tabletts, Teller, also Unglaubliches. Und das sind die berühmten Weltsteine, denn man sieht die Kontinente darauf und man sieht sogar Verbindungslinien von Kontinent zu Kontinent um die Welt herum. Ja, und da soll sogar Maipiti und Akakor drauf sein, dass ich mit Ramon Villamar erkunden wollte. Leider ist er gestorben. Er ist am Herzinfarkt gestorben. Ich sage immer, er hat 300 Stück von diesen Grabsteinen im Schlafzimmer unterm Bett gelagert. Das tut man nicht, da zerreißt es dich. Ja, und so sind wir also nach Lamana gereist, weil Ramon hat es in Quito, in der Hauptstadt. Wir reisen dort also hin, um den Standort zu erkunden und kommen also dort in die Goldminen der Anunnaki. Dort sind diese Steine gefunden worden. Wer sagt das, dass die Goldminen, das wird so dort erzählt. Also das ist nicht von uns, von mir eine Interpretation, sondern es wird dort erzählt. Und jetzt hatten wir natürlich wieder das Problem, wie komme ich dort hinein? Mit welchem Trick?
Ja, da bei Goldminen hilft nicht einmal eine Handvoll Dollar. Nein, im Hotel haben wir natürlich herumgefragt und der Besitzer hat gesagt, ja, er hat einen Schwager, der arbeitet dort, der ist der Truckdriver, der ist der Truckfahrer, der fährt die Arbeiter dort hinein und er könne uns mitnehmen. Denn wenn wir hinten auf dem Lastwagen sitzen mit den Arbeitern, glaubt jeder, wir sind da berechtigt. Und natürlich haben wir das dann bezahlt, diese Fahrt. Und so kamen wir dort hinein, so schaut es dort aus. Dort wird Gold abgebaut. An jeder Ecke Soldat mit Maschinenpistole. Aber wir waren ja gedeckt, wir waren ja mit den Arbeitern. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen den Mann, der das dort gefunden hat in den Goldminen. Das ist der Bergbauingenieur. Der war beauftragt, dort Bergbau zu treiben und Gold abzubauen für die Regierung. Und wie er das also macht, findet er diese Steine. Verstorben bereits. Und wir konnten seine Witwe treffen. Und die hat uns alle die Schätze, die sie wiederum zu Hause hat, gezeigt. Also es ist wirklich alles authentisch. Wir konnten wirklich den Weg der Steine, der Fundstücke nachvollziehen. Vom Finder zur Witwe, zum Besitzer, der natürlich auch wieder gestorben ist. Ja, also wirklich von der Location, vom Platz her. Und das war für mich halt immer wichtig, denn man will ja wissen, ja, wo kommt es her, wem gehört es, wer hat es gefunden, warum. Ne? Und das sind wieder die Riesensteine, die der Hermann Miamar zu Hause in seinem Haus hat, die er mir zum Heben gab. Gut. Der nächste Punkt. Ich muss ein bisschen anziehen, weil die Zeit läuft. Die Riesen von Jangaimina. Sie haben das sicher gehört. Es sind Riesenknochen gefunden worden in der Provinz Locha. Dort fuhren wir hin, 6 Tage, 6 Stunden mit einem Rattenbus. Also für meinen Mann groß, ziemlich schwer. Eine Tortur. Und wir kamen dort an und man zeigte uns also diese alten Fotos. Die haben wir ja schon gesehen, deswegen kommen wir ja daher. Das sind also Archivaufnahmen. Und sie wollen dort also diese Riesen gefunden haben, 175 Kilo Knochenmaterial. Und man führte uns zu den Zeitzeugen, ja, zu den Ausgräbern. Denn 1965, die leben ja noch. Also, wir haben mit denen gesprochen, mit den Bauern, die wirklich den Karren da, den Sie hier sehen, gezogen haben, mit den Knochen. Und meinen, es waren 7 Meter große Menschen. Und dieser Padre dort, ebenfalls schon verstorben von der Kirche, hat diese Knochen wieder eingesegnet. Und für ihn waren das die Nephilim aus der Bibel. Er kannte ja die Bibelstellen und für ihn war es eigentlich nichts Besonderes, denn er sagte, ja, das sind die und die haben wir also hier gefunden und wir segnen sie jetzt ein und dann übergeben wir die Knochen dem Museum. Das haben sie leider getan, nämlich dem Smithsonian Museum und seither sind sie verschwunden. Es sind nur mehr, sind nur mehr diese Fersenbeine da vorhanden und der Stockzahn da, ein Backenzahn des Riesen. Also den hat der noch im Besitz, den hat er uns gezeigt, der 90-jährige Luis Huermann. So schaut das Gelände aus. Natürlich haben wir nichts mehr gesehen. Wir sahen also, wie gesagt, nur mehr die Zeitzeugen und den Backenzahn. So, jetzt wieder echt oder fake. Natürlich fragt man sich, kann das wahr sein? Gibt's das? Klaus Donner hat also so ein Fersenbein mit nach Wien genommen, hat es untersuchen lassen. Leider keine DNA zu extrahieren. Ist zu alt. Ich habe hier die Zeugen noch nominiert, also noch aufgeschrieben. Wenn jemand von euch hinfahren möchte, dann geht zum Luis Huermann, vielleicht lebt er noch. Ja, das sind die Riesen von Guayuruma.
Das war der einzige Riese, den ich da. Also das ist der Louis da in der Mitte. Sie sehen also, aber 7 Meter kann man unterscheiden zwischen 1,85 und 7 kann man unterscheiden. Das traue ich ihm zu. Ja, jetzt nach Mexiko. Hier, Acámbaro, ist das berühmte Museum von einem Bremer Kaufmann, vom Waldemar Julsrud, der dort in den 20er, 30er Jahren als Kaufmann tätig war und der sich interessiert hat für die Archäologie und auch die Einheimischen ihm wieder diese Stücke gebracht haben, die wir kennen. Das sind diese Dinos, diese Dino-Figuren, und die sind dann im Museum ausgestellt. Aber was uns interessiert hat, ist nicht die Ausstellung, die man kennt, die Bilder, sondern dort sind ja nur ganz wenige. Wo sind die anderen? Ja, das sind ja wieder 25.000, 30.000 Stück, die der gesammelt hat. Ja, wo sind die eigentlich? Und dazu mussten wir uns wieder annähern an die Frau Direktor. Das macht man dann immer über die Kinder. Sie wissen, in Südamerika muss man Babys küssen und Kinder streicheln und dann hat man die Connection, also dann hat man den Draht dazu. Und ich habe natürlich diese Plastikdino da, diese aus Plastilin gelobt, und dann war sie also sehr zugänglich und hat uns alles gezeigt. Und was haben wir gesehen? Also diese unglaublichen Figuren in den Vitrinen, 5000 Stück sind da ausgestellt von Dinosauriern. In den 30er Jahren, sagt man, konnten die Indios dort weder lesen noch schreiben, noch haben die Fernsehen gehabt und keine Zeitungen. Und wie konnten die Dinos darstellen? Naja, vor allem, wie kommen sie auf die Idee, Dinos mit Reiter? Also ich zeige Ihnen jetzt ein großes Bild, sowas sieht man dort. Ja? Unzählige Figuren solcher Art, wo sie also eine animalische Kreatur sehen und drüber einen was Menschenähnliches, wenn es einer ist, ich weiß es ja nicht, auch der schaut sehr seltsam aus. Und das in Tausenden von Stücken sehen Sie das. Nun gut, das war es aber nicht, warum wir primär hinfuhren, sondern wir wollten wissen, wo sind die anderen Stücke, wo ist die ganze Sammlung. Und da mussten wir uns wieder anpirschen, denn die sind im Keller. Im Depot. Unzugänglich. Frau Direktor sagte, unmöglich, sie kann das, das geht nicht. Auch der Chef, also der Landesarchäologe, lässt niemanden hinunter. Ja, warum? Ja, die sind alle unkatalogisiert. Aha. Also nichts aufgeschrieben, gescannt, fotografiert, nichts. Ja. Und da kann natürlich jeder runter und nimmt. Ja. Also geht nicht. Naja. Jetzt haben wir natürlich wieder versucht, ja, wie können wir da... Und da fiel ihr plötzlich ein, dass sie uns Prospekte mitgeben möchte nach Wien, damit wir die herzeigen können, aber die sind im Keller und dazu muss sie hinuntergehen, die holen aus der Schachtel. Und so, ja, okay, aber da müssen wir mitkommen, weil sie kann uns da oben nicht allein stehen lassen. Und so, okay, super, wir gehen mit in den Keller und sie sagt, aber keine Foto, keine Foto. Aha. So, also sie macht die Kellertür auf. Ich geistesgegenwärtig sage noch zur Frau Direktor, können wir jetzt wenigstens da davor noch ein Foto? Ja, das können Sie machen. Na gut, die Kellertür war offen und ich habe den Keller und nicht die Frau Direktor fotografiert, denn das war uns ja wichtig. Wir wollten wissen, wo lagern denn diese 30.000 Stücke. Und das Beste, nicht nur, dass sie da in den Kisten liegen, sondern es sind Scherben. Jetzt werden Sie sagen, naja, Scherben ist noch... Ja, doch, das ist viel interessanter, denn ich weiß jetzt, dass diese Stücke sicherlich nicht jüngst, also 1930 oder wann, gemacht wurden, weil dann würde ich als Indio sie nicht zerschlagen, zuerst machen, dann zerschlagen und dann dem Julsrud bringen. Meine Logik, ja. Denn man muss ja ausrechnen, der hat 30 Jahre gesammelt, 30.000 Stück, investieren Sie, das sind 10 Jahre. Es sind 10.000 Stück, ne? Also unmöglich, wie macht er das? Man muss ja fürs Brennen eine Woche rechnen. Ne? Es sind 30 Jahre, 30.000 Stück, sind 1.000 im Jahr, 365 Tage hat das Jahr, ne? Und eine Woche brenne ich. Also, und dann zerschlage ich sie und bringe sie ihm. Na, also, das ist absolut unlogisch
wir konnten also jetzt wirklich das demonstrieren, und das ist für die Szene, für uns also hier, die wir das alle studieren, sehr wichtig gewesen, das zu sehen, denn damit konnte eben bewiesen werden, ja, es ist da, es sind Scherben und man kann also das alles nachvollziehen. Jetzt wieder hier die Laborberichte. Also Sie sehen, wie alt diese Stücke sein sollen, selbst mit unterschiedlichen Jahreszahlen, aber immerhin 4.000 bis 6.000 Jahre. Und das kann man ja datieren, weil es ist Ton. Ganz einfach, es ist nicht Stein, es ist Ton. Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir überhaupt zum fantastischsten aller Funde, die hier in den letzten Jahren gemacht wurden in Mexiko. Das sind die Aztlán-Alien-Figuren, von denen wir bisher nicht wissen, wie das sein kann, dass man tausende Stücke in der Erde findet, wo Raumschiffe dargestellt sind, Astronauten dargestellt, also wirklich so, wie wir es uns vorstellen. Auch da wieder über die Familie des Ortsvorstehers überhaupt dazugekommen, weil Sie müssen vor, Sie fahren dann auch, können nicht an der Tür anklopfen und hallo, ich suche da jetzt die Aztlán-Alien-Stücke, so geht's nicht. Sie müssen also wirklich offiziell kommen, das heißt über den Ortsvorsteher und dessen Familie und die Kinder wieder streicheln. Also, der hat uns dort eingeführt, das ist der Sammler, der Besitzer dieser Aztlán-Alien-Stücke, Don Pancho und seine Gattin, die Doña Maria. Ein Maisbauer, schauen Sie sich mal die Hände an von diesem Maisbauern und dann werden Sie die Stücke sehen und dann werden Sie nicht sagen, ja, das hat der geritzt, das hat der, also der hat Pranken dreimal so groß wie meine Hände. Und das sind sie, die Stücke. So schauen sie aus, in jeder Größe, also von ganz kleinen Anhänger bis große Stücke aus Jade, also wirklich wertvollem Stein. Und das sind die berühmten Astronauten. Also wir hatten wirklich dieses Ding in der Hand, dieses Raumschiff. Ja, also es ist ein Raumschiff, denn es ist nichts anderes drauf, also sogar die Treppe, ja, man kann das Ding auseinandergeben und dann sitzt der Astronaut da drinnen. Jetzt wird jeder also sagen, da lache ich doch nur, ne? Wenn man mir sagt, das sei tausende Jahre alt. Ja, lache ich oder bin ich so erstaunt, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich hatte es in der Hand, ich hatte diese Figuren in der Hand, er hat sie uns dort am Küchentisch zu Hunderten ausgepackt. Und es war einfach so fantastisch, dass man dazu nicht viel sagen kann. Wurde wieder untersucht und das Alter ist so fantastisch, dass das Labor geschrieben hat, Sie können das hier lesen, however, the objects seem implausibly old, also unplausibel, ja, das Wort gefällt mir ja. Unplausibel alt. Also das Labor hat sogar geschrieben, es ist 16.000 Jahre, aber es ist unplausibel alt. Und sie argumentieren so, dass möglicherweise der Kleber, wo die Augen da angeklebt sind, ja, zum Beispiel, dass der fossile Kohle enthalten könnte. Also sie unterstellen dem Fälscher, dass er so clever ist, dass er fossile Kohle in den Kleber mischt, um das ganze Stück so alt zu machen. Nun ist das aber nachweislich ja von ihm, von Don Pancho, das hat er uns selber gesagt, von ihm selber in den Höhlen vom Cerro Toro ist das gefunden worden. Er selber hat es ausgegraben. Ja, das ist also... Und jetzt ist mein Forscherkollege, der Schweizer Autor und guter Freund, der Thomas Rico, gerade in Mexiko. Er fährt, seitdem ich dort war, jedes Jahr hin, denn er konnte es nicht glauben. Und ich sage, fahr selber hin, schau es dir an. Und er
geht mit den Indios zum Cerro Toro und er gräbt dort. Ja, also, und ich sagte, ja, wie machst du das? Und er sagt, das liegt gleich unter dem, das ist eine Wüste dort, das ist ja kein dicker Boden, du brauchst nur ein bisschen Scharren und dann findest du. Und das sind die Fotos, die er mir geschickt hat. Und da sehen Sie wirklich, wie das Ding noch dreckig ist, ja, wie seine Hände dreckig sind und wie er das dort herausscharrt. Er ist zurzeit wieder dort, er wird wieder Fotos schicken und wir werden wieder solche Stücke bekommen. Ja, was er noch gefunden hat, ist das. Also er hat jetzt einen Artikel geschrieben, ist jetzt am Mittwoch rausgekommen, Mystery Magazin, kaufen gleich, steht alles drin auf 7 Seiten. Und diesen Schädel hat er gefunden. Er sagt, er glaubt, das ist ein Neandertaler. Ich glaube es auch, ich weiß es aber nicht, ich bin da ja keine Fachfrau. Also die finden nicht nur diese Alien-Stücke, die finden auch Schädel. Sie finden natürlich auch Knochen, aber den kann man leider nicht mehr datieren. Das hat er schon, weiß er schon, weil zu alt. Naja, und wenn wir jetzt schon bei diesen Schädeln sind, dann zu meinem nächsten und letzten Punkt. Diese hier. Das sind diese fantastischen Langschädel aus Peru, aus Paracas. Das ist ein ganz berühmtes Museum dort. Die haben Dutzende von solchen Schädeln. In ganz Lateinamerika kenne ich kein Museum, das nicht mindestens 2 von diesen Schädeln hat. Stimmt? Ich sag's nochmal, in ganz Latein, von oben bis unter Mexiko bis Chile, war ich in jedem Anthropologiemuseum. Und es gibt nicht ein einziges, wo Sie nicht solche Schädel finden. Ja, jetzt sind diese Schädel dort aber sehr alt, 3000 Jahre. Ja? Das kann man ja DNA-mäßig noch, das ist noch nicht so alt. Und die haben anderes Aufbau als unsere, also 2 Schädelplatten nur und doppeltes Volumen. Ja, das gibt es ja normal nicht. Sie müssen sich vorstellen, unser Kopf ist nichts anderes als ein Ball. Wenn Sie den seitlich eindrücken, geht er zwar nach oben, aber das Volumen vom Ball bleibt dasselbe. Drücken Sie ihn von oben nach unten, geht er zusammen, aber das Volumen bleibt dasselbe. Also wie kann das sein? Und da sehen Sie also unterschiedlichste Turmschädel, die von Paracas sind ja Schaubeispiele. Die gehen also nach hinten weg zum Beispiel, gehen in die Breite. Also es wurde offenbar in alle Richtungen verformt. Und der gefällt mir überhaupt am besten. Also der schaut ja nicht einmal mehr menschlich aus. Ja. Nicht nur der nicht mehr menschlich aussehende, sondern sie haben verformt und trepaniert. Auf der rechten Seite, die Bilder zeigen die Trepanation, die überlebt haben. Ja, und wenn Sie glauben, wir haben das nicht in Europa, darf ich Ihnen erzählen, wir haben es. Wir haben in unserem Bereich, in Mitteleuropa, in Osteuropa, auch ganz viele Schädel gefunden, in Österreich allein 52. Ja, und hier in Deutschland haben der Ralf und ich ebenfalls diese Schädel gesucht und gefunden. Aber das ist eine andere Geschichte und die erzähle ich Ihnen das nächste Mal. Ich danke für die Aufmerksamkeit.